Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück. So, dann Rätsel, das Rätsel des Master Lu, The Riddle of Master Lu. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, die zwei Gangster sind da und haben 12 Trees gefangen genommen. Und wir haben ja eine kleine Falle aufgestellt. Sobald die Tür aufgeht, läuft ja Benzin aus und nichts passiert. Wir brauchen noch das Feuerzeug. Das, soweit ist es klar, aber irgendwie hat hier nichts wirklich geklappt. Um Himmels Willen, Ripley. Selbstmordaktionen helfen Dr. Um Himmels Willen, Ripley. Selbstmordaktionen Himmels Willen, Ripley. Ja, egal was ich mache. Selbstmordaktionen helfen Dr. Twelve Trees jetzt nicht. Moment. Weiß nicht der Ripley, dass was habe ich jetzt gemacht? Habe ich jetzt die Tür? Hat er etwas gefunden? Moment. Jetzt muss ich nochmal nachladen. Was habe ich jetzt mit dem Feuerzeug gemacht? Ich hätte speichern sollen. Habe ich das jetzt mit der Tür benutzt und dann ging's? Um Himmels Willen, Ripley. Selbstmordaktionen helfen Dr. Twelve Trees jetzt nicht. Um Himmels Willen, Ripley. Selbstmordaktionen helfen Dr. Twelve Trees jetzt nicht. Um Himmels Willen, Ripley. Selbstmordaktionen helfen Dr. Twelve Trees jetzt nicht. Ich hätte nochmal speichern sollen vorher. Dass Master Lu hier war. Um Himmels Willen, Ripley. Selbstmordaktionen helfen Dr. Twelve Trees jetzt nicht. Okay, das ist ja übel. Du kannst das Feuerzeug. Du darfst dich schlagen, Shingo. Wir können das Feuerzeug hinstellen. Aber auf keinen Hotspot. Könnte ich das jetzt am Beispiel einfach hier hinstellen? Na, dann mach das immer hier. Okay, ich kann es einfach auf den Boden stellen und das war's. Ohne auf den Hotspot. Warum ist Mr. Ripley? Okay. Kein Wunder, bin ich da letzte Folge nicht drauf gekommen, weil ich das ja überall mit dem Hotspot gemacht habe. Jetzt habe ich es aus Versehen hier auf den Boden geklickt. Ja gut, jetzt probieren wir mal aus. Wenn ich jetzt hier dran klicke. Weiß Mr. Ripley, dass Master Lu hier war? So, aber wenn ich rausgehe, kommen die dann trotzdem rein, da jetzt die Falle fertig ist. Weil theoretisch sollte man ja nicht mehr drin sein, wenn das Ding losgeht. Ja, das... Alles in Ordnung, Doktor? Mr. Ripley, nachdem Sie mir das Leben gerettet haben, dürfen Sie mich Samantha nennen. Oh, bestens. Ich heiße Robert. Ist es wahr? Aber wer waren Sie? Ich kenne die beiden. Sie arbeiten für diejenigen, die das Siegel suchen. Es tut mir sehr leid, Sie da hineingezogen zu haben. Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Robert. Vielleicht liegt das Schicksal der Welt in Ihren Händen, wenn ich nur mehr tun könnte. Vielleicht können Sie. Ich habe etwas gefunden. Was halten Sie davon? Auf jeden Fall Rongo Rongo, aber... Robert, wissen Sie, was das ist? Nein, genau das meinte ich ja. Vor Jahrhunderten versklavten die Holländer die letzten Insulaner, die lesen und schreiben konnten. Vorher muss einer der Insulaner versucht haben, die Sprache für spätere Generationen aufzuzeichnen. Und dieser Stock? Die Bilder sind keine Schrift. Sie sind alle gleich, aber jeder Satz enthält ein Bild mehr als der vorige. Glasklar, Robert. Was ist, Samantha? Es sind Zahlen. Eins oder erster, zwei oder zweiter und so fort. Der Stock, den Sie gefunden haben. Endlich können wir mit der Übersetzung anfangen. Ach, Mensch. Toll, prima. Die Symbole, die Sie erkennen... Wo haben Sie die schon gesehen? Auf Master Lu's Tafel. Doktor, Samantha, vielen Dank. Bitte behalte den Stock für deine Forschungen. Ach, und hier ist dein Zündkerzenschlüssel. Ich hatte ihn ausgeliehen. Angesichts der Umstände werde ich mich nicht beklagen. Sie müssen jetzt wohl abreisen. Ja, diese Steinzeichen bringen mich einen Schritt weiter, aber das Ende meines Abenteuers ist noch nicht in Sicht. Nun, viel Glück. Vielleicht begegnen wir einander irgendwann einmal wieder. Irgendwo auf der Welt. Vielleicht werden wir das.
Okay, damit ist der Osterinselwolf fertig. Buenos dias, Mateo. Buenos dias, Señor Ripley. Willkommen zurück in Lima. So, dann hätte ich gesagt, Päckchen, haben wir da was? Ich möchte ein Päckchen nach New York aufgeben. Muy bien, Señor Ripley. Ah, machen wir das hier. Aber die... Es geht morgen raus. Danke. Die Horn- und Dingskater, könnte es sein, dass wir die noch brauchen. Das würde ich jetzt erstmal behalten, denke ich. Ich möchte einen Flug buchen. Sí, señor. Und wohin soll die Reise gehen? Peiping. Peiping. Muy bien, señor. Wann soll es losgehen? Jetzt. Wie gesagt, sehr wohl. Das will ich lieber mal behalten, Reise, nicht, dass wir es brauchen. Mai, bist du mit unseren Visa weitergekommen? Ja, ich habe sie. Hier ist die Übersetzung der Schrift, die du im Tempel gefunden hast. Das Mandarin war buchstäblich, wohl damit bestimmte Zeichen mit ihrem Gegenstück auf Sikkim abgeglichen werden konnten. Dann müssen wir nur noch Master Lus Tafel entziffern und einen Weg ins Grabmal finden. Hast du die nötige Ausrüstung und die Helfer für die Ausgrabung organisiert? Es war unmöglich. Überall sind Japaner. Ich vermute, dass sie das Grab als Erste öffnen wollen. Worauf warten sie dann? Sie kontrollieren die Provinz Xian zwar nicht, aber seit sie von meinem Auftrag erfuhren, werde ich beschattet. Sie versuchen auch, unsere Visa für ungültig zu erklären. Nachdem wir sie endlich erhalten haben, dürfen wir das nicht zulassen. Wir dürfen uns nicht aufhalten, Mai Chen. Der Baron hatte recht. Die Welt steht am Abgrund eines Krieges. Keiner kann ihn jetzt noch aufhalten. Wir müssen das Siegel vor denen schützen, die es missbrauchen wollen. Aber wie wollen wir denn überhaupt in das Grabmal kommen? Wir sind doch nicht so weit gekommen, um uns von ein paar Tonnen Dreck aufhalten zu lassen. Ei. Mr. Ripley, Sie haben ein paar Telegramme aus Ihrem New Yorker Büro. Keine Zeit für Geschäfte, mein Guter. Wir haben eine Welt zu retten. Zusammen. Wo ist die Wache hin? Die Torwache ist weg. Das gefällt mir nicht. Puh. Na komm. Nein, das gefällt mir ganz und gar nicht. Das gefällt mir nicht. Der Ministrant, der Lus Tafel bewachte, ist auch verschwunden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Vorsicht, Mai. Der Boden hier ist uneben. Robert! Bleib zurück, Mai. Das ist der Ministrant. Er ist tot. Erschossen. Pass auf! Da sind sie, Mai. Schriften von der Osterinsel, Sikkim und aus Mukamoche. Ja, schiebe Mann 5 blau, zieh Mann 1 rot. Das muss es sein. Wir haben das Rätsel des Master Lu gelöst, Mai. Das freut mich zu hören, Mr. Ripley. Wir wurden uns von Mai vorgestellt. Mein Name ist Quang. Sie arbeiten für die Japaner, stimmt's? Sie Verräter! Ich bin Geschäftsmann. Ich arbeite für jeden, der mich bezahlt. Geschäftsmann? Ein gedungener Mörder sind Sie. Nein. Ich kann nur Gutsachen finden. Ich apportiere sie gewissermaßen. Für das Töten ist Cheng Wu, mein kräftiger Kollege, zuständig. Jetzt. Noch nicht. Sie sind doch wegen der Explosion auf der Osterinsel nicht böse. Benzin, Feuer, sowas kann halt passieren. Hey, Moment,
Ich habe mich schon ganz gut an einiges davon gewöhnt. Ich glaube, ich sollte Sie warnen. Sie sind nicht der einzige Kampfkünstler hier. Sie? Ich doch nicht. Sonst hätten Sie es jetzt viel leichter. Ich doch nicht. Okay, muss ich irgendwie helfen? Andererseits... ist es auch interessant, dazu zu schauen. Hat da jemand gerade geschossen? Okay, da geht's halt. Ripley, rette Mai Chen. Aufräumen kannst du später. Ja, die Frage ist nur wie. Was tue ich denn da? Das ist der Ministrant. Er ist tot. Das geht nicht. Reiß dich zusammen, Ripley. Ah. Mit dem Kohlebecken? Das Becken ist im Boden verankert. Ah! Das geht nicht. Idee. Wir schmeißen die Dinger hier um. Sobald er hier hinten ist. Jetzt. Die Tafel steht etwas schief. Im Nischenboden lässt die Tafel fast umkippen. Etwas Schub und ich könnte sie umwerfen. Ja, und sobald er dann da hinten ist... Eben dachte ich mein ganzes Leben liege vor mir. Wieso sterben wir jetzt da? Eben dachte ich mein ganzes Leben... Müssen wir vielleicht erst rausgehen, dass da noch ein Schütze ist? Ah. Eben dachte ich mein Ganzes. Schlägel können wir mitnehmen. Können wir das Ding auch mitnehmen, den Gong? Kapier nicht, warum wir da... Tatsache. Ich verstehe nicht, warum wir da, sterben. Es sieht aus, wie wenn jemand schießen würde auf uns, aber... Das geht nicht. Aber wer zum Teufel schießt da? Eben dachte ich, mein ganzes Leben liefe vor mir ab. Hau mal den Dinger einen Gong auf den Kopf. Das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Irgendjemand schießt, aber ich sehe nicht wo. Vielleicht doch draußen? Vielleicht irgendwo ganz da vorne?
Hä? Ja, wir können nicht weitergehen. Okay, das finde ich jetzt irgendwie äußerst seltsam. Also wir können nicht weitergehen als hier. Können wir vielleicht, wenn wir den Gong auf die Feuerschale legen, da ein bisschen das Rauch oder so erzeugen? Das funktioniert nicht. Okay, und jetzt? Die bleibt, wo sie ist. Vielleicht ist die Pistole noch geladen. Ist die Pistole drin? Okay, da ist die Pistole drin. Jetzt verstehe ich, wer da die ganze Zeit geschossen hat. Jetzt verstehe ich das erst. Der macht so schnell keinen Ärger mehr. Oh, Robert, eine Sekunde später und... Junge, du warst großartig. Was ist mit deinem Tagebuch? Ich schau mal nach. Es liegt zwischen den Tafeln, aber ich komme nicht heran. Ja, vielleicht mit dem Schlägel. Beziehungsweise die Brille, können wir die jetzt mitnehmen? Shingu war zwar ein Killer, aber ich wünschte, es wäre auch anders gegangen. Ja, ich frage mich, ob es auch anders gegangen wäre. So wie mit der Schlange ganz am Anfang. Aber ich weiß es nicht. Die lasse ich lieber da, sonst wird Shingu nicht so schnell gefunden. Was tue ich denn da? Ja, mit dem Dings Tagebuch rauspolen? Aber wir haben noch so einen Durchschrieb. Wenn wir... Genau, Moment. Da lag doch noch Kohle rum. Das können wir benutzen, um einen Durchschrieb zu machen. Gut, dass es durchgedrückt hat. Du bist ein Genie. Aber Quang ist uns voraus. Und wir kennen den Weg ins Grabmal noch immer nicht. Kopf hoch, Mai. Zum Glück war noch etwas Geld auf meinem Posch-Express-Konto. Aber der Mietwagenfahrer wollte wegen der Unruhen im Landesinnern nicht auf uns warten. Es gibt kein Zurück mehr. Okay, das heißt, wir kommen nicht mehr woanders hin. Das heißt, es nähert sich wohl langsam den Finale. Es ist eine japanische Serie. Niho, Igo hai Robert Ripley Sinsang. Kaita Igo Joy Sin Wang Daiga Fan Mo. Ho Yao Hing Chu Yin Gao. Wait. Oh. I'm a Joy. Kaita Joy, ja. Ha? Fat Quat? Haya. Igo Sing Gaijina. 無端端成扎人走上嚟李山呢度，嚇喺嗰邊日作夜作，嗰啲咪泥頭車上面黐雀咁轉，我哋成個地下都震曬咁樣離曬譜啊！唉，我啲米啊冇日安寧啊！Was sagt er, Mai? Auf der anderen Seite des Li graben viele Männer. Er sagt, große Lastwagen fahren Tag und Nacht und erschüttern die Erde.
Sie stören die Harmonie seiner Reissaat. Robert, kommen wir zu spät? Sie sind vielleicht zum Grab vorgedrungen. Aber wenn Sie hineingekommen wären, hätten Sie meine Aufzeichnungen nicht gebraucht. Es wird schwierig, an Quangs Leuten vorbeizukommen. Ja. Er sagt, unser Land hat Schmerzen. Von der Invasion und jetzt von den Grabräubern, wie er sie nennt. Ganz genau, das sind sie. Und wir müssen sie aufhalten. So, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich würde sagen, es geht langsam wirklich ins Finale. Wie lange das natürlich noch sich hinzieht, keine Ahnung. Aber ins Finale geht's auf jeden Fall. Wir kommen auf jeden Fall nicht mehr zurück. Und schaut mal, wir hätten tatsächlich diese eine Tafel ins Kuriositätenladen schicken können. Das hätten wir nicht mehr gebraucht. Und jetzt ist es weg. Naja, gut. So ist es halt. Haben wir eine Sache verpasst. Aber ich denke, das wird sich nicht irgendwie negativ auswirken. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.